Hoher Besuch an der Forstschule. Der neue Staatsminister für Umwelt und Landwirtschaft, Thomas Schmidt, verschaffte sich heute Mittag einen ersten Eindruck von der Ausbildungsstätte für Forstwirtschaft in Morgenröth-Rautenkranz. Während seiner Führung durch die Schule kam er auch mit den ca. 90 Auszubildenden ins Gespräch. Ein wichtiges Thema war unter anderem die Verlegung der Schule nach Bad Reibolzgrün. Seit 1956 bildet die derzeitige Außenstelle des Berufsschulzentrums Anne Frank Waldarbeiter, Forstfacharbeiter und Forstwirte aus. Neben dem Waldnachwuchs standen nachmittags auch der Forstbetrieb Forestris in Brotenfeld und die Waldflächen der Kirchgemeinde Burgstein auf der Agenda des Ministers.